Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich bin Lucida und wir sind zurück in Ostriff wieder mal. Letztes Mal haben wir Hühnchen bekommen hier. Und ja, ich bin dabei, einen weiteren Hühnerstall zu bauen, damit wir mehr Hühner beherbergen können. Mehr Hühner bedeutet mehr Eier, bedeutet mehr Fleisch, bedeutet letztendlich auch mehr Geld, weil wir exportieren können. Oh shit, apropos, wir müssen dringend aufpassen mit dem Geld hier, dass wir da was exportieren können. Im Moment bin ich mir nicht sicher, was wir exportieren können, weil wir halt nicht wirklich irgendwas haben, was, naja, was übrig ist irgendwie. Aber ja, wir gucken mal. Ja, wunderbar. Wir haben jetzt mittlerweile auch relativ lange Wege hier. Da sollten wir vielleicht schon mal früher anfangen, hier wieder alles voll zu bauen mit frischen Bäumen. Plant Trees, jawohl. Occupied. Warum? Ach so. Occupied. Ja, Hauptsache, die bauen hier wieder ein bisschen was an, damit es schon mal wachsen kann. So wie hier drüben. Da wächst es ja auch wunderbar. Auch wenn da jetzt kein Mensch mehr ist, der sich hier drum kümmert. Naja, gut, egal. Ja, komm, dann machen wir ein paar mehr Hühnchen. So, 20 Küken. Das ist schon mal gut. Die kann man dann, also da kann man gleich welche umsiedeln in das nächste Hühnerdings. Hühnerstall, wo haben wir den hin? Hier drüben. Aber jetzt wird gerade erstmal so ein Wohnhaus gebaut. Ist auch bald fertig. Wunderbar. Je mehr Leute, desto besser. Sehr schön. Hier wird auch alles verkauft. Oh, apropos, ich verkaufe dir gerade Klamotten. Ja, wir verkaufen Klamotten. Aber viel haben wir nicht. Schneider. Ist nur eine Schneiderin. Und was, wie sieht es für Textilien aus? Wir haben eigentlich genügend Textilien. Guck mal, dass da noch eine drin arbeitet, damit wir schneller mit den Klamotten klarkommen können. Am besten Überschuss erwirtschaften, damit wir das verkaufen können. Weil echt, also hier, so langsam müssen wir uns wirklich Gedanken machen mit dem Geld. Nägel haben wir jetzt auch relativ viele. Oh, ein Botschafter. Sehr schön. Ja, die braunen Schuhe. Klamotten. Honig und Äpfel. Ja, ah, hier, wir können den Kohle verkaufen. Kohle haben wir, glaube ich, genügend. Wie viel haben wir? 5000. Ja, komm, dann verkaufen wir die mal 5. Oh, das gibt ja so gut wie gar kein Geld. Deal. So. Müssen wir mal gucken, dass wir das schnell einlagern hier. Ja, da haben wir auch 8000. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Das läuft schon. Wunderbar. Was wollte ich gerade gucken? Irgendwie ist mir gerade irgendwas eingefallen. Egal, weiß ich nicht mehr. Feuerholz. Gut, weiß ich nicht mehr. Ja, gut. Jedenfalls, wir bekommen wahrscheinlich bald neue Männer. Männer sind immer gut. Für die Arbeit. Natürlich. Schon krass, oder? Wie komplex so ein Haus hier ist. Super, super schön. Es dauert aber auch hier. Jeder einzelne Balken da rein. Die letzten Nägel wurden gerade schon verhämmert. Jetzt kommt das Dach. Gut, und ich würde sagen, gleich das nächste Haus draufballern. Mit meiner Taverne. Aha, Taverne. Gut, ich lese hier gerade über die Taverne. Da wohnt eine Familie, aber erst sobald die über 200 Menschen haben in der Stadt. Die werden verkaufen. Der Erlös geht nicht direkt in meinen Staatszettel sozusagen, aber ich kann eine Steuer erheben. Und das ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Müssen wir mal gucken. Gut, das ist Zukunftsmusik jetzt aktuell. Ja, sehr schön. Gleich das nächste Haus. Mit Garten natürlich.
Ist da vielleicht hier mal ein bisschen Platz dazwischen lassen. Also ist zwar ganz schön, das alles direkt nebeneinander hinzubauen, aber dann kommt da ja keiner mehr durch. Und dann sind die Wege soweit. Also machen wir da mal ein bisschen Platz. Wobei, hier haben wir ja einen Weg. Ja, machen das halt so. Gut, die kommen hier durch und da oben kommen sie durch. Und hier halt nicht. Eine Familie kommt. Sehr schön. Vier? Vier Leute? Die sind auch wieder ganz schön alt. Moment mal. Der Sohn ist 26 Jahre. Der Vater ist 49, die Mutter ist 49. Das heißt, sie waren 17. Oh je. Die waren 17, als sie das Kind bekommen haben. Na gut. Wie? Schon angebaut hier. Das ging aber schnell. Die bringen auch gleich getrockneten Fisch mit. Na gut, fein. Das heißt, jetzt haben wir vielleicht einen weiteren Mann oder was? Kann ja nicht mehr hier in das Brotdings da reingehen. Oder wir bauen hier ein weiteres Bootshaus hin. Also ein Fischerhaus meine ich. Einen weiteren Fischer. Ach nee, weiß ich auch nicht. Warum? Gut. Jetzt wird das nächste Hühnerhaus hier gebaut. Hier in unserem Warenhaus haben wir jetzt... Oh, Klamotten. Null. Ja, irgendwie bringt das Warenhaus nicht so wahnsinnig. Wir könnten aber Stroh da reinmachen, weil die halt immer so wahnsinnig weite Wege haben hier. Stroh wird hier hergestellt. Aber was hier hin machen, dann sparen sie sich ein kleines bisschen Weg hier. Wenn sie hier hinten Stroh gebrauchen, müssen sie sonst immer bis hierhin laufen. Jetzt laufen sie halt nur bis hierhin. Ah, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Nee, das ist nicht sinnvoll. Lass mal das weg. Ich weiß nicht, was sinnvoll ist. Doch, Holz. Holz vielleicht. Da können die von hier aus da ein bisschen was reinlagern. Und falls sie gebraucht wird, können sie das dann von hier holen. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll, weil das hier ist ja gerade im Moment nicht in Betrieb. So, was noch? Flachs. Ja. Vielleicht gehe ich die Sache falsch an. Vielleicht müssen wir so ein Warenhaus überall dort hinstellen, wo es gebraucht wird. Also zum Beispiel ein Warenhaus hierhin mit Flachs drin und Hanf. Und dann wird das Zeug, das die hier brauchen, dort auch direkt gelagert. Und das ist jetzt absolut zentral. Ich hätte nicht gedacht, dass da noch vier Sachen reinpassen. Naja, weiß ich nicht. Wir lassen es mal. Ich bin mir nicht sicher, wie man das am besten benutzt hier. Haben wir keinen Hanf mehr? Null! Flachs haben wir auch nicht mehr. Ich bin nicht begeistert. Ich dachte, wir hätten noch ganz viel davon. Verdammt! Ja, da müssen wir das schnell machen. Hanf und Flachs braucht fast das gleiche. Oh, da war da mal Hanf drauf. Oh! Ja, wir haben keinen Weizen mehr. Ja, das habe ich als nächstes gesagt. Ach, Schande, ey. Das geht aber auch gerade alles böse runter. Bald haben wir kein Mehl mehr. Da werden die Leute alle sterben. Wie viel Mehl haben wir denn noch? Och, du Schande. 370. Oh, dann hoffen wir doch mal, dass es reicht. Wie viel Kartoffeln haben wir noch? 300. Das wird alles etwas knapp. Ach du je. Ach herrje. Ja, müssen sie sich schnell von Hühnern ernähren. 20 Küken haben wir. Gut. Und nach 6 Monaten ist ein Küken ein erwachsenes Huhn geworden. Wir haben ein Kind bekommen. Das ist ja schön. Neu geworden. Wunderbar. Ja, liebe Leute, ich glaube, das Essen könnte über den Winter doch ein bisschen knapp werden. Müssen wir importieren und wir haben... Ah doch, wir haben ja ein bisschen Geld. So richtig, aber so richtig viel Geld haben wir nicht. Oh mein Gott.
Uiuiui, also da haben wir, also da habe ich richtig versagt. Glaube ich. Brauche, glaube ich, schnell einen neuen Bauernhof. Vielleicht hier. Nee, hier ist kein Platz. Der braucht halt auch viel Platz, dieser riesige Bauernhof. Auf dieser Seite kann man noch Bauernhöfe anlegen. Ich glaube, das ist auch wirklich notwendig, Mensch. So ein Elend. Eieiei. Ja, aber das war noch. Eine weitere Farm. Das sind aber auch wieder weite Wege. Und wir bauen die halt hier hin. Weil hier haben wir schon angefangen mit Wohnhäusern und so. Liebe Leute! Ich will ja eigentlich nicht schon wieder so viele Felder hin machen und das dann alles so in die Länge ziehen. Eigentlich muss der Bauernhof noch ganz außen hin. Ja, machen wir den halt mal hier hin, oder? So, da ist er jetzt. Oder? Ja, da ist er. Ja, gut. Ein weiterer Bauernhof. Bis der erstmal da ist, es dauert eine Weile. Sonnenblumen. Oh, es ist schön. So, Village House. Machen wir das mal da. Das. Kapelle ist nicht so wahnsinnig wichtig. Machen die mal hinten. Und das nächste Hühnchenhaus ist bald fertig. Da werden wir gleich ein paar Hühner umziehen lassen. Zwei Männer suchen Arbeiten, ne? Tatsache, wir haben einen Bootsbauer. Ja, dann ballern wir da mal eine Dame rein. Ich würde gerne mal alles übertragen hier. So. Jetzt haben wir die Einstellungen, die hier sind, mit Essen und sowas, also mit Nahrung, auch hierhin übertragen. Aber wir haben gerade niemand. Doch, jetzt. Gut, also die wird sich theoretisch drum kümmern. Und jetzt können wir die Hühner umsiedeln. Siedeln wir mal 10, wirklich so viele. Machen wir 5 und 10 Küken. Okay, und jetzt müssen wir woanders draufklicken. Dahin. Aha. Hat das jetzt geklappt? Ja. Guckt euch das mal an! Die hat einen Käfig dabei mit Hühnern drin. Ach nee! Ist der der Oberhammer? Ja, die bringt gerade die Hühner darüber. Och Gott, nee, ist das süß. Und hier sind noch die kleinen Küken. Ah, die haben nichts zu essen. Nicht, dass sie sterben. Sterben die schon? Da ist gerade eins gestorben, oder? Die sterben! Wollen sie nichts zu essen haben? Oh, da steht's auch. Wegen Hunger. Ein Hühnchen ist gestorben wegen Hunger. Oh nein, ich hätte erst gucken müssen, dass die Futter bekommen. Da, jetzt haben sie Futter. Oh mein Gott. Oh, da ist schon wieder eins gestorben. Ach, das tut mir aber leid. Moment mal, stopp mal. Wo sterben die denn alle? Hier? Hier nicht. So, wir machen das mal auf 15. Oder auf 10 vielleicht, doch lieber. Ach, oh, das tut mir aber leid, dass die jetzt hier gestorben sind. Oh, halt, stopp mal, ich habe ja auch gar nichts eingestellt. So. So, ich habe eingestellt, dass null Küken da sein dürfen. Und vielleicht sind sie gestorben, weil sie nicht da sein dürfen. Das ist aber auch fies. Ja, ich will gerade so ein bisschen ausblenden, dass wir demnächst eine Hungersnot haben werden. Vielleicht sollte ich mich frühzeitig darum kümmern, mal einfach Weizen einzukaufen, sobald ein Boot wieder da ist. Oder Kartoffeln oder irgendwas.
Na gut. Ja, geldmäßig sieht es ja ganz okay aus. Wobei, so schlimm wird die Hungersnot nicht sein, weil die ja alle oder ganz, ganz viele bauen sich ja ihr eigenes Zeug an. Also ich bin gar nicht dafür verantwortlich, die alle durchzubringen. Das sind sie selber. Gut. Und in 6 Monaten oder sowas sind die 7 Küken, die wir jetzt hier haben, auch richtige Hühner geworden. Also das passt schon alles. So, eine Frau ist arbeitslos. Ein bisschen nach Deko gucken. Wir könnten. Ach, Büsche und sowas können wir eigentlich auch noch machen. Damit es alles ein bisschen schöner aussieht hier. Ja, das müssen wir auch wirklich machen. Echt. Wo ist das jetzt? Baum, Baum, Baum. Ja. Das muss schon sein. So, Büsche kann man auch so hinstellen. Bäume müssen wir erst pflanzen lassen. Ah. Ja, die haben endlich den Aprikosenbaum gepflanzt. Sehr schön. Hier kann man auch noch ein bisschen schöner drumherum machen. Was ist denn dieses Gazebo-Ding? A place to take rest. Achso, das ist ja dieses Teil hier. Ich weiß nicht, wo das hinmachen sollte, weil irgendwie so richtig. Wobei, das wäre vielleicht sowas hier. Das wäre der Ersatz für dieses Ding hier. Ja, soll das ja machen. Sieht schon schöner aus als hier so ein Lagerfeuer. Ja, komm. Unwichtig, aber ach, die Leute wird es bestimmt freuen. Paar Büsche. Man kann nicht genug Büsche und Grünzeug und sowas haben, finde ich. Aha, der ist jetzt voll bis oben hin, der Brunnen. Der auch. Haben wir jetzt hier schon ein zweites Boot? Ja, tatsächlich, wir haben schon ein zweites Boot. Moment mal, da brauchen wir auch 2 Mitarbeiter hier. Sehr gut. Ah, ich überlege, ob wir vielleicht noch mehr Kohle machen sollen. Das können wir ja relativ gut hinbekommen und wir können es auch verkaufen, falls es dann jemand haben will. Deswegen wäre es vielleicht nicht schlecht. Warte mal, kann man das Ding deaktivieren? Ja, es sollen keine Kohle mehr nachmachen. Das Problem ist. Mach das mal aus. Dass sie das Holz jetzt von da hinten dahin bringen müssen. Das ist natürlich auch nicht so geil. Ja, vielleicht ein paar Männer über. Ne, wir haben ganz viele Jobs offen. Ja, wir müssen eigentlich die Kohle hier hinten hin machen, weil hier wird gerade Holz gefällt und nicht mehr hier drüben. Oh, ein Messenger, sehr schön. Irgendwann werden wir natürlich auch wieder Männer reinstecken, die hier dann die Bäume alle fällen werden. Aber bis dahin ist es hier nicht so sinnvoll, dass die hier das Holz erstmal darüber transportieren, oder? Deswegen sollte vielleicht eher die Kohle hier hin machen. Ja. Ja. Kopieren. Machen wir gleich 2 daneben. So, wunderbar. Also, zeigen Sie mal her. Die hätten gerne Mehl, haben wir selber nicht. Sie verkaufen nichts zu essen. Oh nein, sie verkaufen nichts zu essen. Gar nichts. Ich bin nicht begeistert. Ah gut, wir können den vielleicht irgendwas andrehen. Wie war denn aus Sonnenblumenöl? Gibt es dafür einigermaßen Geld?
Ja, das ist gar nicht so schlecht. Ja, wir können hier leider überhaupt nichts. Ah, wobei Klamotten können hier leider sonst, glaube ich, nichts anbieten. Wir haben ja auch keinen Flachs mehr. Oh Gott, ey, ich bin nicht begeistert. Gut, dann gucken wir, wie wir Sonnenblumenöl herstellen. Hier, ich habe es gefunden. Öl aus Sonnenblumenkernen. Das heißt aber, dass wir auch immer wieder Sonnenblumen herstellen müssen. Soll man das mal machen? Ein Öl-Workshop. Ja, können wir schon machen. So. Ja, wunderbar. Ich hoffe, das ist alles kein Fehler, was ich hier mache. Das Sonnenblumenöl ist dann halt vor allem zu verkaufen gedacht. Oh. Ach, da wird schon geerntet. Ah, ist es schon wieder soweit? Es ist August und es wird schon wieder geerntet. Oh mein Gott. Gut, dann sehen wir jetzt, wie es hier aussieht. Das Rot ist komplett weg. Da können wir da jetzt Flachs oder sowas machen. Ah, nee, können wir nicht. Verdammt! Wir können eigentlich nur noch Buchweizen machen. Übel. Ja, aber da darf es wahrscheinlich brach liegen lassen. Übel. Nicht cool. Gut, dann gehen wir hier mal durch. Das hier ist. Warte mal. Wo sind wir denn jetzt? Wir haben jetzt brach liegen lassen und das heißt, es kommt jetzt als nächstes das, oder wie? Ja, das haben sie jetzt wahrscheinlich vorgezogen, weil das als nächstes kommt. Hanf. Und hier kommt das als nächstes, okay. Na gut, okay. Da müssen wir aber gucken. Kann man das mal verschieben? Ah. Ah, nee, okay, brauche ich nicht verschieben. Gut, Hanf, na guck mal, wie es danach aussieht. Ja, müssen wir nächstes Jahr gucken, wie es aussieht. Weil das soll nicht wieder brach liegen. Da müssen wir wichtige Sachen hin machen. So, jetzt bauen sie schon wieder ein wildes Haus. Junge, Junge. Oh, die Hühner. Wie alt sind die jetzt, die Küken? 15 Hühner haben wir da. Sonnenblumenkerne essen sie auch. Oh, stopp, das wollen wir nicht mehr. Das. Nein, nein, das Sonnenblumenkerne, die brauchen wir für was anderes. Null! Weg! Apply to all. Gut, hier drüben, wie schaut's da aus? 9 Küken, wunderbar. Ja, müssen wir mal gucken, von woher wir Weizen bekommen können. Oh Mann, ey. Wie nett. Das Spiel ist so schön. Wie schaut es mit Eiern aus? Null! Wir haben null Eier. 9 Stück. Die kommen zur Arbeit. Ja, willst du nicht lieber hier arbeiten? Ich bitte euch, andere Leute pendeln pro Strecke 60 Kilometer und die müssen erstmal 100 Meter oder so. Das ist ja wohl nicht, ist ja wohl überhaupt nichts. So schön. Farm. Da gucken wir vielleicht, dass er das Ölding hier fertig bekommen. Ich bin so begeistert von diesem Spiel. Es ist einfach nur wunderschön. Ja, Decoration, da könnte man vielleicht doch mal irgendwelche Bäume oder sowas hinmachen. Was bringt das Ding? So ein Bogen? Ist das irgendwie sinnvoll? Weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Vielleicht gefällt es den Leuten halt einfach. So. Keine Ahnung, ob denen das gefällt oder wofür das da ist. So, wie wär's mit Bäumen? Cherry Tree.
Oh ja. Sehr schön. So. Ach Gott. Es ist so nett. So nett. Rote Blüten drauf, wunderschön. Das meiste davon sagt mir leider nichts. Maple ist, glaube ich, Eiche. Irgendwas, was sie auch wegpflücken können, wäre vielleicht nicht schlecht. Ein Bote, wunderbar. Haben wir einen Apfelbaum dahin irgendwo mitten in die Stadt. So, gut, wo bist du denn? Zeig mal her, was verkauft denn? Oh, sie verkaufen Weizen. Sehr gut. Kostet 100. Ja, her damit. Honig bieten sie auch an und sie hätten gerne Sonnenblumen. Haben wir jetzt zufällig? 900. Aber das brauchen wir eigentlich selber für das Öl. Stopp mal. Wir können Kohle anbieten, ihr Honks. Tja, ja. Oh, Hanf. Hanf können wir auch kaufen. 0,08. Ah ja, wunderbar. Her damit. Hanf, sehr gut. Immer her damit. Dann, das ist gut. Also, das mit dem Handel ist wirklich nicht schlecht. Da können wir uns, wenn wir falsch geplant haben, so wie manche Leute das eventuell tun, können wir das hier wieder in Ordnung bringen, was ich mistig gebaut habe. So, lassen wir mal weg. Wir müssen den irgendwas verkaufen. Mensch. Hier ist schon das erste Holz da. Wunderbar. Öl dauert noch. Das Haus ist fast fertig. Wunderbar. So ein tolles Spiel, wirklich. So. Hier wurde geheiratet. Aha, das ist ja nett. Oh, die haben fast nichts. War nichts zu essen. Oh. Und auch kein besonders gutes Einkommen. Ja, wobei es geht. Na ja, gut, dann werden wir bald Kinder bekommen, oder? Wie schön, Mensch. Sehr schön. Sie haben geheiratet. Ach Gott. Gibt es irgendwo ein Log? Also, was für Nachrichten gekommen sind hier? Nee. Das wäre eigentlich ganz schön, weil da war, glaube ich, noch mehr mit dabei gerade eben. Immerhin stirbt gerade niemand. So, wo sind unsere Lieferungen? Sind unterwegs. Weizen und Hanf. Ach Gott. Sehr gut. Ich überlege auch, vielleicht sollten wir uns einfach komplett darauf verlassen, Hanf und sowas woanders einzukaufen. Wir müssen ja nicht alles selber herstellen, weil das kostet ja auch alles Arbeitskraft. Naja, ich weiß auch noch nicht. Also das wird sich, glaube ich, mit der Zeit so ergeben. Ich bin ja noch ein relativ frischer Bürgermeister. So, die haben nichts zu futtern. Ja, komm hier, geben wir dir mal ein bisschen Geld ab, dass sie sich was kaufen können, die armen Kerlchen. Mist, Kartoffeln. Da kommen welche rein. 28 Stück. Achso, von Privathäusern kommen die, glaube ich, rein. Oh, was macht die? Trägt Wasser. Wow. Sehr gut. Moment mal, wir können ja mehr Küken reinmachen, Mensch. 15 Küken, die werden irgendwann erwachsen. Wir haben gerade 15 Hennen oder was auch immer, Hühner halt. Und dann sind wir bei 30. Und hier eigentlich auch. Also da locker mehr als 10. Wir sind erst bei 11. Oh, ein Küken ist erwachsen geworden. Sehr gut. Aber es sind noch welche gestorben, oder? Machen wir 20.
So. Ah ja, haben die nicht. Klar, wir haben auch nur. Ja. Oh, Moment mal. Ach so, nee, stopp mal. Wir hatten doch nur 5 Hühner hier. Und jetzt sind es 11. Ist ja der Wahnsinn. Ja, die haben sich schnell vermehrt. Naja, die sind jetzt gerade alle 6 Monate alt geworden ungefähr. Sehr gut. Hervorragend. Wunderbar. Dann gehen wir doch wieder zurück auf 15. So, haben wir jetzt mittlerweile Fleisch bekommen? Von den Hühnern? Nee, sieht nicht so aus. Müssen wir darauf achten, ob es dann irgendwann Fleisch gibt. Jo, wunderbar. Hier sind wir noch bei 15. Ist ja krass. Müssten doch eigentlich so langsam mal ein paar mehr Hühner entstehen. Also wenn ich das jetzt so sehe, Livestock ist doch dann, glaube ich, das die Anzahl der erwachsenen Hühner und nicht die Anzahl aller Hühner inklusive Küken, oder? Weil nicht, dass die jetzt alle getötet werden, sobald wir mehr als 30 Tiere insgesamt haben. Ich wundere mich halt gerade so ein bisschen. Wir haben 12, also 7 neue Hühner hier bekommen aus Küken. Und hier halt 0. Ja, kommt vielleicht noch. Ah, Weizen ist da. Sehr gut. Das ist gut. Da bin ich ja froh. Da kommt 100 rein. Dann sagen wir denen hier, die sollen auch keinen Weizen mehr reinmachen. Sollen gefälligst was anderes essen. Sofern wir noch was anderes haben. Oh mein Gott. Weizen machen wir mal raus. So. Apply to all. Ja, liebe Leute. So sieht's aus. Hier im Dorf. Jetzt müsste mal jemand doch anzünden. Aha. Ja, so sieht's aus hier im Dorf. Es macht einen Riesenspaß. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir wieder in die Kommentare schreibt, ob ihr noch Interesse an weiteren Folgen habt. Ich weiß, es ist ganz schwer. Wer kein Interesse hat, der schreibt einfach nichts rein. Aber es ist für mich einfach ganz wichtig zu gucken, soll ich doch Folgen machen oder nicht. Vielleicht würde ich ansonsten alleine weiterspielen. Ich weiß es nicht. Also ich habe noch wirklich riesig Lust auf dieses Spiel. Ich würde mich sehr freuen, wenn auch ihr noch Lust habt, das euch anzuschauen. Aber ja, ich gucke einfach mal. Mal gucken, ob es weitergeht. Wir werden sehen. Vielen Dank jedenfalls an alle, die bis hierher weitergeschaut haben. Und es war mir eine große Freude, mit euch dieses Let's Play zu machen. Und nächstes Jahr gibt es auch endlich Äpfel. Mensch, ich freue mich. Die Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal oder bis irgendwann anders. Eure Lucida. Tschüss.